So, hi Leute, heute gibt es mal wieder was bezüglich des Trainings zum Gucken. Und zwar präsentiere ich heute das Soltiel Spanky, auf kurz das finnische Bankdrücken. Jeder Finne möge mir verzeihen, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Aber so ist es halt, ne? So, ich mache diese Übung schon etwas länger. Ne, finnisches Bankdrücken werdet ihr gleich sehen, unterscheidet sich natürlich vom Wettkampfbankdrücken. Ne? Dabei bleiben die Beine oben über Kreuz und man isoliert praktisch, jetzt nicht nur die Brust, ne, und den Trizeps. Es drücken ja etliche Muskeln beim Bankdrücken mit, aber es werden so einige Partien, sage ich mal, ausgeschaltet. Und es entsteht eine völlig andere Belastung als sonst. Zum Trainieren wunderbar. Und ich rate jedem Wettkampfbankdrücker, der vielleicht einige Probleme hat, ne, mit, zum Beispiel Hintern hoch und zu stark ins Hohlkreuz fallen und so, ab und zu mal diese Übung zu machen. Die ist ganz brauchbar und ihr werdet auf jeden Fall dadurch kleine Fortschritte machen. Ne? Ihr werdet jetzt im Anschluss diese Übung sehen. Die mache ich mit dem Raffi zusammen. Und ich denke mal, ich kommentiere das auch so ein bisschen. Was wollte ich noch? Ja, als nächstes ist es natürlich klar, ich habe jetzt die 160 geschafft. Hätte an diesem Tage vielleicht sogar noch mehr machen können, aber nun leider hat man nur 3 Versuche im Bankdrücken, wettkampfmäßig, und da kann man noch so gut sein, für den vierten reicht es dann leider nicht mehr. Ne? Also mein nächstes Ziel sind die 165, ne? Darauf folgen dann, wollen wir mal gucken, vielleicht irgendwann sogar die 170 und. Ne? Also ich bin noch lange nicht am Ende, ihr seid es hoffentlich auch nicht. Und überlegt euch das mal mit dem finnischen Bankdrücken. Ist eine ganz gute Sache, ne? Bis dann, Jungs. So. Jo, ich bin drauf. Jo, ich bin auch drauf. Also, jetzt seht ihr das finnische Bankdrücken, das Soltiel Spanky. Und ihr könnt hier schon sehen, ne, ich habe die Beine hoch über Kreuz. Und mache praktisch, wir haben hier so eine 5x5 Geschichte gemacht, also 5 Sätze, 5 Wiederholungen mit dem gleichen Gewicht. Okay, Ding läuft. Um einfach mal, ich helfe dir schon. Um einfach mal mit der Bewegung klar zu kommen. Ne? Also das ist wirklich nur eine kurze Einheit gewesen, wir haben an dem Tag auch nichts anderes gemacht. Und ich denke, für euch ist es auch wunderbar, so als kleiner Test mal zu sehen, wenn ihr eine andere Belastung kriegt auf die Brust. Ne? Man hat da nämlich ordentlich mit zu kämpfen. Ja, ich habe die 5x5 habe ich mit 120 angefangen, aber war mir dann doch zu leicht. Also mit 130 habe ich es letztendlich gemacht. Und für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ich bin richtig heiß auf den nächsten Wettkampf. Nur leider muss man immer da so lang fahren. Ne? Ihr kennt das ja. Und dann für 3 Versuche. Naja. Also auf jeden Fall war das finnische Bankdrücken. Und ich glaube, im letzten Versuch kacke ich sogar noch ab. So bei 4. Ja. Also ihr seht, das ist eine ganz abwechslungsreiche Sache und kann auch sehr lustig sein. Ne? So, jetzt hat man mich gerade weggelegt, um zu helfen. Ich dachte, das ist jetzt wichtiger Film, oder? Also Jungs, ich wünsche euch das. Ne? Klar. Bis dann.